oder? Ist das nicht der? Natürlich, das ist der. Den haben wir doch. Aber wie reparieren wir denn Messer und so? Wie geht denn das? Wie kann ich das denn reparieren? Neu schmieden? Nein, schmieden möchte ich nicht. Ich möchte... Zerlegen? Nein. Wie repariere ich denn Gegenstände? Benötigtes Material. Nein! Ich hab's zerlegt. Ich bin so doof. Oder? Ah nee, dann packt er es hier rein. In die rechte und linke Hand. Nein, er soll's reparieren. Wie repariere ich das denn? Oh nein. Wir kriegen Besuch. Ernsthaft? Oh nein, er haut schon auf die Wand. Was ist denn hier los? Hallo? Ruhestörung hier oder was? Hören Sie mal auf damit. Sagen Sie mal, Herr Nachbar. Ich will doch hier in Ruhe nur einfach nur rumexistieren. Also ehrlich, immer diese Nachbarn. Unglaublich. Ja, meine Frage ist, wie reparieren wir denn Gegenstände? Ich meine, das kriegen wir bestimmt im Tutorial erklärt. Für Ausrüstung. Ja, aber wie mache ich das? Ich nehme das nochmal ins Inventar. Wir haben das ja gebaut. Zwei Stück sogar an der Zahl haben wir. Aber ich weiß nicht genau. Oder können wir irgendwie noch eine andere Werkbank bauen? Maschinentisch? An denen Maschinengeräte hergestellt werden können. Spulen. Kochen. Forschungstisch. Das muss ja irgendwie... Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Neu schmieden ist ja blöd. Das sind ja hier, glaube ich, andere Sachen. Oder wo baue ich mein Messer? Messer baue ich ja hier. Hier kann ich ein neues herstellen, aber wie repariere ich das denn? Teile? Warte mal. Wofür ist das denn hier? Trimmen? Materialbeschaffung? Ah, hier! Das ist bestimmt reparieren, ne? Ah, ja. Reparieren? Reparieren. Ah, alles klar. Okay, gut. Jetzt wissen wir es auch. Sehr schön. Nice, gut. Haben wir das auch. Okay, wir sammeln weiter. Haben wir noch Holz? Nicht mehr so viel, ne? Wir brauchen auch noch ein bisschen Holz. Deswegen gehe ich mal ein bisschen Holz hacken und wir brauchen noch ein paar Pflanzen. Jetzt müsste das auch normalerweise schneller gehen mit den Büschen. Ja, jetzt geht es auch flotter von der Hand. Jetzt kriegen wir die Tannenbäume auch schnell zerlegt. So, sehr schön. Na? Hä? Hallo? Ich duck mich mal. So, wir haben schon wieder Level Up. So, Vorsicht, Zombies irgendwo. Da oben den Parkplatz wollte ich auch noch besuchen gehen, ne? So, das dürfte ja dann reichen an Blätter jetzt. Ich hack noch mal ein bisschen hier so Bäume. Wir brauchen ja noch ein bisschen Holz, glaube ich, für die zwei Barrikaden. Das sieht schon geil aus, unser Fort da hinten. Aber wir müssen auch zusehen, dass wir einen Schlafsack bauen, damit wir auch spawnen können oder respawnen können, wenn wir sterben. Weil das Problem ist, wenn wir jetzt sterben, haben wir ja schon festgestellt, dann, ja, spawnen wir woanders. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir einen Schlafsack bauen, dass wenn wir sterben sollten, dass wir hier immer wieder spawnen. Und nicht irgendwo, ja, random auf der Karte an den Startpunkten. Weil es gibt, glaube ich, meines Erachtens nach, sind es vier? Drei oder vier Spawnpunkte gibt es, die wir, ja, die wir haben. Wo wir spawnen können, wenn wir, glaube ich, sterben auch und so. Gut. Das haben wir soweit. Die Axt ist auch fast kaputt. Das heißt, ich müsste die auch mal reparieren. Dazu müsste ich mal ein Reparaturset bauen. Das kann ich ja mal eben in Angriff nehmen. Jetzt guck mal eben, wo wurde das hergestellt? Hier? Ja. Stell ich mal eben her. Dann kann ich das mal eben reparieren. Das mache ich auch hier. Nee, Quatsch. Im Inventar mache ich das.
Axt reparieren. Jawohl. So, die tauchen dann drin auf, wenn die etwas beschädigt sind, ne? Nein, ich muss hier nochmal rein. Ich muss Stoff herstellen und Seile herstellen. Jawohl, sehr schön. So, und Holz wollte ich auch. Entschuldigung. So, Holz. 7 Stück dürften reichen fürs Erste. Wir können schon wieder leveln. Kann ich mal eben machen. Was machen wir denn? Aufmerksamkeit, Geräuschreduzierung, Bewegungsgeschwindigkeit. Würde ich auch mal machen wieder. Was haben wir hier unten? Heilkraft von Gegenständen, Ausweichrate. Ausdauerverbrauch, mache ich mal. Das Ausweichen weiß ich noch nicht. Das irgendwie sehe ich noch nicht. Weil haben wir jetzt auch nicht groß genutzt. Wir sind eher weggelaufen bei den Zombies, wenn die so kamen. So, 12 Uhr am Mittag haben wir. Jetzt geht die Zeit auch ein bisschen schneller um, so wie es aussieht. So, dann wollen wir noch mal ein paar Defense Walls bauen. Und zwar werde ich jetzt erstmal den hier so platzieren. So. Und dann zusehen, dass wir irgendwie da in die Richtung kommen. Das sieht gut aus. Nein. Jetzt ein bisschen, nein, ein bisschen feiner drehen. Dann müsste das irgendwann passen. Ja. Weiß nicht, ob das da links passt. Müsste man gucken. Ja, hier passt das auch. Muss niedriger werden. Mit Q. Sehr schön. Ja, das gefällt mir sehr gut. Supi. So, wir haben uns ausgesperrt. Wir kommen nicht mehr rein. Nein, Quatsch. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir Plattformen bauen, dass wir oben drüber gucken können, falls die kommen, damit wir die ein bisschen mit, damit wir die ein bisschen maltratieren können oder ja, erledigen können mit Pfeil und Bogen aus der Entfernung, wenn die kommen. Und wir müssen hier überall noch diese Dings hinbauen. Wie heißen sie denn noch? Die Spikes. Das müsste hier sein. Ja. Ast, Holz, Seil. Das sieht gut aus. Nicht niedriger, ein höher hätte ich gerne. Und dann hätte ich die gerne bitte einmal hier so. Einfach mal testweise jetzt mal probieren. Probieren geht über Studieren. So. Ja. Hätte ich gerne hier drin. So. Können wir die auch ansnappen? Ja, das geht. Sehr schön. Das funktioniert sehr gut sogar. Aber man kann ja auch ein bisschen drehen. Nach hinten. Was sehr gut ist. Hier snappt er die natürlich nicht an, weil da der Zaun im Weg ist. Klar, logisch. Aber wir können ja so machen. Freihändisch. Quasi. Und dann wieder ein bisschen nach vorne ziehen. Was können wir denn davon bauen? Sag mal. Aber so viel. Haben wir so viel Baumaterial noch dafür? Anscheinend ja, ne? So, warte. Müssen gucken, dass das hier parallel ist. So. Ah, okay, jetzt haben wir nichts mehr. Materialmangel. Ja, aber da sind wir da schon mal ein bisschen gewappnet. Zumindest ein bisschen. Und, was brauchen wir denn dafür? Ach, Holz. Okay, Holz bräuchten wir jetzt noch. Sehr schön. Heißt also, ich wollte mal eben schnell gucken, was wir brauchen für einen Schlafsack. Weil den würde ich hier einmal platzieren wollen. Nein, und zwar im... Wo haben wir es denn? Hier, genau. War das hier? Nee, das war bei... Hier, glaube ich, oder? Nee. Wo habe ich denn den Schlafsack gesehen, sag mal? Bin ich jetzt blind? Wo hatte ich denn den Schlafsack gesehen? Wir haben den doch schon gesehen gehabt. Wo war denn das? Oder war das im Baum? Ah, ne, im Baummenü war das, ne? Genau.
Bodenschild da. Stoff. Okay, wir brauchen Blätter und Stoff. Das mache ich mal eben. Diese komischen Geräusche. Wenn man im Haus reingeht, dann muss ich mich erstmal dran gewöhnen. So. Okay. Ein richtig cooles Survival-Game. Gefällt mir echt gut. Immer noch, muss ich sagen. Ist das auch? Nein, das ist nicht. So, der Tannenbaum muss weichen. Blätter und Stoff brauchen wir. Wir brauchen ja einige Blätter auch für... Brauchen wir für Stoffblätter? Ich bin mir nicht sicher. Spiel gespeichert, sehr schön. Es speichert automatisch auch zwischendurch, was sehr gut ist. So. Die Tage werden länger. Aber es wird auf jeden Fall... es geht auf jeden Fall schneller, wenn wir jetzt auf 120 Minuten stehen haben. War doch 120, ne? Glaube ich, ja. Es ging jetzt auf jeden Fall wesentlich zügiger die Stunden um. Aber der Kopf füllt sich nicht. Ich weiß nicht warum. Werden wir vielleicht noch rausfinden. So. Ich finde schön, dass sie sich so verkleinern, die Äste, wenn man so drauf schlägt. So richtig schön detailliert. Das war echt super. Also... Da wurde sich echt Mühe gegeben. Wir sind zwar natürlich jetzt auch ein bisschen in der Nähe von so einem kleinen Dörfchen, aber ganz ehrlich. Na? Aber da können wir auch mal ein bisschen untersuchen gehen demnächst. Also ich würde das, glaube ich, auch gleich machen wollen. Reicht das jetzt an Blätter? Ich nehme den Baum noch mit hier. Ha, hu, ha. Ich duck mich mal. Mit dem Ducken geht das, glaube ich, ganz gut. So, wo ist denn unsere Hütte? Ach, da. Da würde ich auch gern rein. Den Parkplatz wollten wir, glaube ich, auch noch untersuchen. Da gibt es bestimmt jede Menge Autos. So. Oder ist das mit der Zeit einfach nur... Also Realtime? Aber 120 Minuten sind das ja jetzt nicht. 120 Minuten ist das wahrscheinlich im Spiel jetzt, ne? Und bei uns ist das dann irgendwie 5 Minuten. 5 Minuten ist ja jetzt eine Stunde. Wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Hatte ich ja ausgerechnet. So, Schlafsack brauchten wir. Okay, wir 6 Stoff brauchen wir dafür. Wir haben 2 haben wir da. 3, 4, 5, 6. So. Das dürfte reichen. Jo, können wir bauen. Sehr geil. Achso, das haben wir ja noch nicht gemacht, ne? Können wir mal eben machen. Weiß ich, was wir kriegen. Munition. Geil. So, kann ich den Schlafsack da drauf bauen? Das wäre ein Traum. Und wo ist vorne, wo ist hinten? Da ist so ein... Okay. Ich hoffe, das ist oben. Kann ich hier... Ich würde den gerne da drauf bauen. Bin ich ganz ehrlich. Weil das so gut passt dafür. Muss so gucken wie in der Höhe. Nee, nicht niedriger, höher. Ah, der muss auch. Ah, der muss auch am Boden, ne? Ah, verdammt. Mist. Ah, wo ist er? Hallo? Egal. Wir machen trotzdem hier unser Bettchen rein. Ja, sehr schön. So, Respawn-Punkt mit F wurde gesetzt. Das heißt, wir müssen auf der Karte. Haben wir denn jetzt irgendwie einen Punkt? Oh, wir können Marker setzen. Das ist ja geil. Wir haben zwar keinen Punkt jetzt hier. Ich weiß nicht, ob man das sich irgendwie markieren kann. Wahrscheinlich mit der Flagge, ne? Kann das sein? Zur Positionsmarkierung. Da brauchen wir noch einmal Stoff. Warte. Ich würde das mal machen wollen. Ja. Ja. Damit wir unsere Position markieren damit wir das wissen, wo das ist auf der Karte. Falls wir uns verlaufen sollten. Na? Busch, bist du wohl... Hallo, Herr Busch? Camping? Habe ich gerade die Errungenschaft freigeschaltet. Ich versuche mal hier durchzuhauen. Das geht ganz gut. Weil die Büsche können dann auch mal weg. Können wir die gut nutzen. Unser Vorhaben.
Aber wie gesagt, falls ihr da Ideen habt mit der Zeit, wie das funktioniert, falls ihr das Spiel selber habt, könnt ihr mich da gerne mal in den Kommentaren schlauer machen. So. Dann würde ich mal die Flagge setzen. Einfach mal... Da oben wäre ja geil, ne? Machen wir einfach. Warte. Höher für H. Kann ich hier rauf? Das geht. Oh, geil. Dann würde ich die hier irgendwie platzieren. Der Stamm wird da mittig sein, ne? Jo. Sehr, sehr, sehr geil. Auf jeden Fall. Das ist unser Home, sage ich jetzt mal. Also da, dann wissen wir definitiv, dass wir hier wohnen. Das ist ganz gut. Das nehme ich. So. Ist es denn jetzt auf der Karte markiert? Ja, da ist irgendwie eine Markierung. Das ist sehr schön. Gut. Okay, ich würde... Haben wir... Nein, haben wir nicht, ne? Aber ich würde gerne mal gucken, ob wir noch mal ein bisschen was loswerden können, was wir in die Kiste platzieren. Und dann können wir nämlich noch mal vielleicht noch mal losdüsen, vielleicht ein bisschen was erkunden. Nein, nicht mitnehmen. Was mache ich denn da? So, was können wir denn hier noch reinplatzieren, was hier gut reinkommt? Der Backstein, ja, packen wir mal da rein. Haben wir da noch irgendwas anderes drin? Kirsche, Leben. Minusenergie, gelber Pilz. Wir haben ja ein bisschen Platz im Inventar, so ist ja nicht. Haben wir irgendwas, was wir da schon drin haben? Nee, ne? Pfeile? Pfeile können wir mal mitnehmen. Wir haben wieder einen Bogen. Dann würde ich hier mal reinschmeißen die Forschungsmaterialien. Weil bevor die verschwinden, wenn wir sterben... Aber wir müssen das ja alles wiederholen dann, ne? So, Kräuter. Plus ein Leben, okay. Aber wie kriegen wir das jetzt? Nur mit dem Riegel kriegen wir das gefüllt. Energie plus 10. Das ist nur Leben. Also müssen wir irgendwas finden, was Energie auch gibt. Okay, gut. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's in die Apokalypse. Machen wir mal eine schöne Tour. Wir sind gestärkt und wohlgenährt. Und ich würde sagen, ich würde tatsächlich jetzt erstmal hier so ein bisschen unser Nest begutachten. Also unsere Gegend. Da ist auch ein Kandidat. Da sind zwei Kandidaten. Das Gebäude hier würde ich... Aber ich habe so ein bisschen Schiss, dass wir... Oder ich lasse es erstmal aus und... Was ist das denn hier? Ach so, ein Vogel. Dass wir vielleicht erstmal die Häuser hier untersuchen, die ja vielleicht ein bisschen einfacher sind. Oder... Komm, wir gehen erstmal zum Parkplatz. Wir wollten ja den Parkplatz untersuchen. Und mal schauen... Was wir da so finden, da werden wir ja auch ein paar Kollegen treffen. Und dann vielleicht die Häuser, weil das ist schon sehr groß, das Gebäude. Weil ich weiß nicht, wie viel da drin auf uns warten. Denn, naja, wie gesagt. Oder, mir fällt jetzt gerade was ein. Oder ist es wirklich so, dass die 100, um nochmal auf die Zeit zu kommen. Oder ist es wirklich so, dass diese 120 Minuten für die Wellen sind? Wie oft? Aber 120 Minuten sind doch 2 Stunden dann, oder? Dann müsste ja in 2 Stunden oder beziehungsweise etwas weniger, müsste ja eigentlich was passieren. Oh, oh. Oha. Das war nicht gut, aber ich habe ja noch den hier. Kommt ihr gerade vom Friedhof? Oh Gott. Oh, da ist sogar ein Punkt. Das ist ja supi. Kommt der andere mal. Oh, ist der schnell. Gott, sind die schnell. Aua. Auf damit. Oha. Was war das denn? Forschungsmaterialstoff, was ist das? Oh, eine Spitzhacke. Danke. Der hat uns eine Spitzhacke. Oh, eine blaue. Überlegen. Oh, es gibt noch verschiedene Ausrüstungsstärken. Ach, krass. Ja, die nehme ich doch mal. Oder beziehungsweise, nee, die behalte ich erstmal, die normale. Weil wir verbrauchen erstmal die normale. Wir haben gelevelt. Das heißt, ich mach mal...
Urteil, Ausweicher, hohe Heilkraft von Gegenständen. Das können wir ja auch mal gut verwenden. Das werden wir bestimmt brauchen. So, dann gucken wir mal, was uns hier wartet. Ist das ein Parkplatz oder ist das ein Friedhof? Es sieht eher aus wie ein Friedhof. Und da ist schon ganz schön was los. Und ich habe gedacht, hier ist wenig los. Aber es sieht aus, als wäre da genauso viel los wie in Gebäuden. Das ist ja ganz toll. Na, super. Und ich weiß nicht, ob hier Stuff gibt, was wir brauchen. Versuche mal einen anzulocken. Kann ich den anlocken? Oder den? Kommt der? Ja. Hallo, ich bin hier. Die kommt aber nicht aus dem Brunnen raus anscheinend. Das ist natürlich blöd. Oder? Warte mal. Oh, vorbei. Ja, er kommt. Er kommt. Der Knight Rider. Na, mein Freund. Er ist ein bisschen stärker, glaube ich, ne? Alter. Was ist mit ihm? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, aua. Lauf damit. Oh Gott, da ist noch einer. Pff, Hilfe. Ich wollte doch nur den einen. Aua. Hört auf damit. Lass das. Aua, der rammt mich. Aua. Ich bin gleich tot, ne? Oh, gefährlich. Na. Der hält ein bisschen mehr aus, ne? Ah, scheiße. Sag mal. Na, wie gesagt, die... Uah. Stimmt, den kenne ich noch. Der war noch damals in der Version, die ich gespielt habe, auch da. Der fängt immer an zu rennen nach einer Zeit. Oh Gott. Alles nehmen. Stimmt, da war was. Oh ja, als wäre es gestern gewesen. Genau, der versucht dich dann zu rammen. Okay, wir haben nicht viel Leben. Wir haben ein bisschen was verloren. Ich würde aber trotzdem gerne was essen dann. Bringt ja ein bisschen Leben mit sich. 5 Leben. Minus 10 Leben. Dann nehmen wir es natürlich nicht. Sonst haben wir nichts, ne? Okay. 15 Pfeile haben wir noch. Wir haben ein bisschen was verschossen. Irgendwo werden hier auf jeden Fall welche rumliegen, glaube ich. Und, ja. Okay. Ist ja nicht so gut gelaufen. Das Rohr hat auch schon ein bisschen gelitten. Kommt der? Der war so auf dem Vormarsch. Ich glaube, ja. Jo. So. Jo. Das hat gut funktioniert. Der kommt auch. Na? Okay. Da flogen die Pfeile weg. Ich weiß nicht, wo sie hingeflogen sind. Aber wir sind gut angehittet. Aber ich glaube, es ist nur noch die junge Dame im, ja, die Nixe im Ozean, möchte ich sie du gleich mal nennen, so wie es aussieht. Ansonsten haben wir das geklärt. Und wir haben nicht viel Leben. Habe ich irgendwas zu essen bekommen? Nee, ne? Plastik und so, alles ganz toll. Was ist denn mit ihr? Hm? Es ist Ariel, die da rumzappelt. So. Gut, jetzt haben wir... Oder ist das nur ein Park? Es sieht aus, als wäre es nur ein Park. Ist natürlich auch schick als Base, weil man hat schon einen Zaun drum. Nur die Tore sind halt alle wahrscheinlich... Okay, ist zu, man kann es nicht öffnen. Aber das eine Tor da vorne ist natürlich auch eine geile Location für eine Base. Muss man einfach so sagen. So, was ist denn jetzt hier? Gibt es denn hier überhaupt irgendwas zu looten oder so? Das ist, glaube ich, Ariel. Ich bin mir nicht sicher. Ist denn jetzt hier irgendwas zu looten? Oder ist es einfach nur toll, weil es da ist? Da oben geht's noch rauf. Toll, hier ist nichts. Das hat sich gar nicht gelohnt. Und wir haben kaum Leben. Ich glaube, ich muss mal den Energieriegel essen. Am besten 2. So. Toll. Ich setze mich hier hin und genieße die Aussicht. Ah. So, warte. Ah. Ah, oh, ist das schön hier. Ah, oh, diese Aussicht und diese Ruhe.
Ich frage mich, ob ich der einzige Überlebende bin, aber anscheinend ja nicht, ne? Ich wurde ja angerufen. Oder zumindest, nee, es war ja im Journal. Das war ja Vergangenheit. Ich würde mal versuchen, zu den Gebäuden zu bekommen. Zu den Gebäuden zu bekommen? Nein, zu den Gebäuden zu gehen, so. Ja, der Park hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ich dachte, hier wäre vielleicht irgendwas gut. Hier gibt es ein bisschen Stuff, Bäume und so ein Kram. Aber ansonsten haben wir das hier leer geräumt. Der Park ist jetzt nicht so toll gewesen. Aber ich würde mal das Fass mitnehmen und vielleicht die Gebäude da untersuchen. Unsere erste Erkundungstour entpuppt sich so ein bisschen als nicht gut. Zumindest vorerst. Mal gucken, was wir noch finden. Vielleicht finden wir ja mal ein paar Waffen oder so. Das wäre ganz schön. So. Was ist das hier? Ist das auch ein Finden? Ach, ein Mülleimer. Mülleimer im Boden, okay. Ja, ich würde das Gebäude vielleicht doch mal untersuchen wollen. Habe ich ja gesagt. Auch schön. Hier ist auch schon eine Wand. So eine Mauer vorne. Die können die wahrscheinlich nicht einreißen, aber das sind zwei Gebäude. Ich weiß halt nicht, wie die spawnen, die Zombies, ob die auch da drin spawnen. Ich hoffe, die spawnen natürlich nicht bei uns. Was ist das denn da? Guck mal, das ist mit Stacheldraht. Ist das ein Gefängnis? Ich bin mal sehr mutig gerade, dass ich hier so lang laufe. Lalala. Gott, wie groß das hier ist. Alter, wie viele Gebäude noch. Wir haben auf jeden Fall jede Menge noch zu untersuchen. Ich glaube, das entpuppt sich hier als Sackgasse, oder? Oder kommen wir hier rein? Oh, super. Großartig. Oh, wir müssen echt vorne lang. Oder kann ich hier rüber hüpfen? Ne, shit. Kacke. Mann. So ein Kack aber auch. So. Ach, da ist wieder ein Fuchs. Ich dachte, da krabbelt jemand auf dem Boden. Ich frage mich, was Fleisch gibt, wenn man das grillt. Und da ein bisschen mehr Energie bekommt, bestimmt, ne? Ah, ich wünsche mir noch das Essen und Trinken-Feature. Das wird dem Spiel, glaube ich, noch gut tun. Ja. Der hat uns gesehen. Wir haben noch 13 Pfeile. Er ist umgefallen. Okay. Pfeile im Kopf sind sehr schön. Kriegen wir zwei wieder? Ja. Supi. Oh, ernsthaft? Warte. Ich mach das aus der Entfernung besser. Das ist mir lieber. So, das sieht gut aus. Da platzen die Köpfe. Ah, und die Pfeile sind weg. Wo liegen sie? Da ist ein Stein. Ah, oh, Mist. Okay, wenn die platzen, die Köpfe, durch den Kopfschuss, fliegen die Pfeile weg. Ich weiß nicht, wo sie liegen. So wie am 16 Uhr. Es wird schon, es dämmert schon so ein bisschen, ne? Muss man sagen. Oh, da sind zwei Zombies. Oh Gott, hier ist ja schwer was los. Oha. Ich dachte, das wird jetzt mal so ein leichter Spaziergang zum Gebäude, aber anscheinend ja nicht. Alter. Oh Gott, sind die Straßen voll. Oh Gott. Da willst du aber auch nicht mal eben ein paar anlocken. Kann ich vorbei an dem. Er sieht mich, die Sau. Warte. Oh, er ist tot. Das hat gut funktioniert. Ich hoffe, jetzt kommen keine anderen. Ich würde das Gebäude einfach mal nehmen hier. Und hier sind welche drin, ne? Jo. Und nicht zu wenige. Alter, das ist ja... Na toll. Moin, Jungs. Grüß euch. Oh, fuck. Das wird kacke. Sind da auch welche drin? Okay, warte. Ich mach die Tür nochmal zu. Moment. Tschüss. Okay, da müssen wir echt zusehen, dass wir... Nein, nicht Journal. Mann, ich wollte die Lampe anmachen. Ich habe mich verdrückt. Hallo? Okay, sind wir safe? Ich bleib mal im Geduckt-Modus.
So, dann suchen wir mal. Okay. Unser erstes Gebäude. Was finden wir? Wir finden Munition. Das ist alles ganz toll. Ich hätte aber auch gerne eine Waffe. Wenn wir schon so viel Munition kriegen. Alter Schwede. Hier sind welche drin. Jo. Hallo? Oh Gott. Wie viel? Ist das nur der eine? Ist das nur der eine? Kommt er? Hallo? Natürlich. Sehr schön. Aber ich glaube, hier sind noch mehr. Zumindest höre ich noch welche. Welche? Jo, da oben sind noch welche. Ein paar Kandidaten. Die haben es aber, glaube ich, nicht mitbekommen, dass wir hier sind. So, dann nehmen wir natürlich alles mit. Hier auch. Ein One. Eine Münze sieht aus wie ein Kupfermöbelstück. Toll. Wow, großartig. So, ich weiß nicht, warum der immer wieder aufsteht, wenn man irgendwas hier macht. Zum Beispiel hier bei Zerstören. Steht der da auch auf? Ja, der steht immer wieder auf. Ich weiß nicht, warum. Ist das nur der eine? Würde den mal locken. Mit dem Pfeil im Kopf. Da lockt sich's besser. Na? Oder ja, in der Schulter geht auch. So, na komm mal her, mein Kleiner. Komm her. So, wo ist der Pfeil hin? Despawnt der Pfeil? Nee, doch nicht. Dachte schon. So, der hat nichts gedroppt, ne? Nein, okay. Oh, da stehen ja noch zwei. Wo kommen die denn her? Oh nein, das ist so einer, der brüllt. Oh fuck. Oh Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Weil wenn der hier anfängt rumzukretzen, dann haben wir richtig Achterbahn, weil dann kommen die alle aus der Stadt hin. Was ist das denn hier? Bearbeitetes Leder, auch schön. Ich würde trotzdem mal rausgehen, glaube ich. Und rumballern kann es ja hier auch nicht mit dem Gewehr oder so, weil das ist ja auch mega laut. Weißt du? Das fällt ja auch auf. Weil wenn du hier anfängst rumzuschießen, ist eigentlich Pfeil und Bogen noch aktuell das Beste, was du eigentlich haben kannst, ne? Eigentlich. Jo, es dämmert. Es wird, glaube ich, dunkel. Ich würde mich, glaube ich, nach Hause begeben. Erstmal. Vorerst. Vorerst für. Ah, natürlich. Klar. Aber wenn der anfängt zu brüllen da im Haus, dann ist echt Achterbahn. Was ist mit dem? Hallo? Aua. Die müssten normalerweise vor einem stehen bleiben. Aber die rennen durch einen durch. Merkt er uns? Nein, ne? Ich hoffe, der bemerkt uns nicht. Oh nein, natürlich. Scheiße. Oh, der Dickwanz kommt. Schnell weg. Verfolgt er uns noch? Ja, mit seiner Slow-Geschwindigkeit. Supi. So, ja, okay. Das heißt, wir müssen mal gucken, wenn wir dann auch Waffen kriegen. Okay, er hat abgelassen, glaube ich. Ja. Wenn wir Waffen kriegen, müssen wir definitiv. Ich guck mal hier rein. Postkasten. Oh, Forschungsmaterial. Nehmen wir mit. Müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir, wenn wir mit Waffen schießen, ziemlich sicher sein können. Oder dass wir da ziemlich sicher sind, dass wir da nicht noch mehr anlocken. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Oh, wir haben noch so viel zu erkunden, ne? Freunde. Das, oh Gott. Das wird noch sehr lustig. Vor allem, wenn die Wellen kommen. Ich hoffe, die kommen irgendwann jetzt mal langsam. Aber es dauert halt noch ein bisschen jetzt, bis die Zeit umgeht, ne? Oder stelle ich das doch nochmal auf 60 Minuten ein? Ich glaube, ich guck mal, dass ich das nochmal vielleicht auf 60 Minuten einstelle oder so. Das könnte man mal ausprobieren, ob das dann ein bisschen schneller geht. Dass vielleicht ein Tag eine Stunde dauert oder so. Ich weiß halt nicht, wann
wann die Zombies kommen. Also, ob die nachts nur kommen oder so, das weiß ich ja alles gar nicht. So. Geräuschreduzierung und Bewegungsgeschwindigkeit machen wir mal. Ich gleiche das mal so ein bisschen aus. So, Freunde, ich würde sagen, ich speichere mal. Und, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Folge wieder. Hier bei, Dead of Night. Nee, Night of the Dead. So rum. Ja, Night of the Dead. So. Und, ja. Ich freue mich, wenn ihr wieder da seid. Dann geht's hier weiter in unserem kleinen Kabüffchen. Und wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen uns, erkunden. Wir werden noch ein bisschen weiter erkunden, die Landschaft. Und, ja, mit diesem schönen Ausblick würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer weiteren Folge. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.